Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei FIFA 20. Am Dienstag die Meisterschaft. Am Donnerstag der DFB-Pokal. Und heute soll die Champions League her. Champions League-Finale gegen den FC Barcelona. Ja, Torschützenkönig in der Champions League wird, das behaupte ich einfach mal, Jean-Philippe Mateta sein. Er hat im Pokalfinale zwar auch einen Doppelpack gemacht, allerdings ist er nicht mein bester Torschütze im Pokal. Da müsste es Quaison sein, tatsächlich. Mit 4 Toren. 2 davon, wie ihr gesehen habt, hoffentlich im Finale. Und ich werde es heute wieder genauso machen. Sollte ich den Titel holen, sollte ich tatsächlich das Champions League-Finale gewinnen, würde ich wieder ganz einfach am Ende mit den Jubelszenen ausläuten lassen, weil da noch irgendwie dazwischen zu reden, finde ich da nicht ganz passend. Und wo ich aber gerne noch mal ein paar Tipps von euch hätte, wären natürlich mögliche Transfers. Ich gehe davon aus, dass ich mit einigem, also wirklich einigem Geld, in die neue Saison starten werde. Und ich bräuchte dann schon mal so ein paar Vorschläge, welche Spieler ich mir holen könnte. Ich hätte gern junge, wenn möglich günstige Spieler, weil eben die Mainzer Philosophie darauf ausgebaut ist oder aufgestellt ist, junge Spieler zu entwickeln und dann für mehr oder weniger viel Profit zu verkaufen. Das würde ich hier eigentlich auch gerne machen, auch wenn es bisher schon ein bisschen schief gegangen ist. Allerdings muss man sagen, ich habe die Champions League Teilnahme erreicht in der letzten Saison und dementsprechend musste ich ein bisschen mehr investieren mit Sessegnon und Lee, die ich ja fest verpflichtet habe bzw. gekauft habe. Und ansonsten, wir können aber ganz kurz einen kleinen Blick auf den Kader werfen, der noch sehr müde ist, logischerweise, weil eben Champions League ansteht und der Pokalsieg erst einen Tag her ist. Also was ich brauche, ist ein Linksverteidiger, aber da habe ich nur Kölle. Und selbst wenn dann noch ein Leihspieler zurückkommt, deswegen ist es vielleicht schlauer, es in die Teamzentrale zu gehen, um einen positionellen Überblick zu haben hier. Also Torhüter haben wir genug, da kommen noch 2 zurück. Und Radmann ist auch da, der inzwischen schon besser ist als Damen. Also da muss man mal schauen, wen ich eventuell dann noch verkaufen werde. Linksverteidiger, keiner von denen kann wirklich mithalten mit dem Aaron Martin. Da muss man halt mal gucken. Innenverteidiger sollte auch wenigstens einer her. Wir haben Hack, Niakate, Bell und Saint-Just. Plus eventuell Gülen. Ziegler soll weg. Der bringt nicht viel. Tut mir leid für dich, Mats, aber haut nicht ganz hin. Ansonsten Rechtsverteidiger ist noch okay mit Pierre Gabriel und Porro. Mittelfeld. Viele Spieler, wenig Klasse. Wir haben gut links Saka und Sessegnon. In Klammern noch Öztunali oder Onisivo, die natürlich für rechts eingeplant sind. In der Mitte kommt Baku wieder, wenn er verletzt, nicht mehr verletzt ist. Wir haben Barrero Martins. Da sind einige Jungs da. Manche davon sollen gehen, weil sie einfach nicht mehr die Chance haben werden zu spielen. Boetius ja auch auf links da. Ja, da muss man halt mal schauen, was da großartig geht, wer verkauft werden kann, wer denn gekauft wird von mir und wer eben bleiben wird. Doch, wir bereiten uns erstmal vor auf das Champions League Finale. Ich hoffe, es wird keiner mehr ausfallen. Das wäre schlimm. Spieler ist auskuriert, das ist gut. Tut mir leid, ihr Verantwortlichen von Peru, ich werde nicht euer Nationaltrainer. Und Rito Baku ist quasi wieder vorhanden, aber für heute, Champions League Finale, ist es auf jeden Fall zu knapp geworden. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Champions League Finale gegen den FC Barcelona und hoffentlich hört ihr mich erst wieder im Menü, wenn die nächste Woche eingeläutet wurde. Bis dahin, viel Spaß beim Spiel. Im alterwürdigen Old Trafford von Manchester United findet das Champions League Finale 2021 statt. Der FC Barcelona trifft dabei auf den Champions League Debütanten aus Mainz. Die 05er gehen zwar selbstbewusst in das Finale rein, aber die erste Chance gehörte den Spaniern. Sie kommen über links, Coutinho und direktes Spiel, immer noch Coutinho. Ja, Griezmann, schöner Doppelpass, Coutinho mit dem Blick für Griezmann und Müller muss eingreifen. Erste Chance für die Spanier, da geht ein Raunen in das Stadion. Starker Schuss von Griezmann, aber Müller ist da und macht das Kurzeck noch zu.
pariert diesen Ball und klärt zur ersten Ecke der Partie. Die wird reingebracht von Lionel Messi. Ja, da bietet sich jemand am kurzen Pfosten an. Zwei Mainzer gehen auch raus. Da stimmt die Abstimmung nicht, aber die Ecke kommt hoch rein. Rausgeköpft vom Kunde. Zweiter Ball für Barcelona. Für Po. Legt ab auf Lenglet. Lenglet. Mit dem Haken Lenglet. Da rappelt der Pfosten. Riesenchance für Barcelona. Dann die Konterchance für die Mainzer über Boetius. Direkt gespielt Boetius. Muss Quaison früher anspielen. Macht er jetzt. Und das war zu spät. Barcelona hat das Leder. Und sie kommen jetzt wieder über Havertz. Kai Havertz zu Messi. Ja, dann übernimmt Vidal im Mittelfeld. Schön auf Arfa. Setzt sich durch auf Coutinho. Aber da ist Nikate. Der zweite Ball wieder zu Arfa. Arfa. Müller ist wieder da. Müller ist erneut auf dem Posten. Und ordentlicher Beginn dieser Partie. Aber wie schon im DFB-Pokalfinale. Fängt gut an. Dann sackt das Spiel ab. Wir machen einen Sprung kurz vor die Halbzeit. Direktes Spiel. Die Mainzer kommen jetzt über Quaison. Kunde. Wieder zu Quaison. Schön gespielt. Also wartet, steckt dann durch. Da ist Boetius durch im Strafraum mit dem Abschluss pariert. Vom Ter Stegen, dann wird dabei geklärt. Aber Coutinho hat das Leder. Coutinho in der Mitte, wartet Griezmann. Ah, der hätte früh abspielen müssen. Gut gemacht von Song Just. Klärt den Ball erstmal zum Einwurf. Ah, Firpo. Lenglet. Wieder Firpo. Coutinho mit der Flanke in die Mitte. Wird rausgeköpft und die Mainzer haben das Leder. Boetius. Zu Martin. Und der Boetius. Und der schenkt das Leder her. Gut angegriffen von Havertz. Da kommt jetzt wieder Barcelona über Messi. Gegen Nyakate. Messi. Nyakate hat ihn. Denkste legt ab. Arthur und Müller ist da. Müller mit der Parade und in der zweiten Hälfte geht es mit einem Freistoß los. Messi hoch rein in den Strafraum der Mainzer. Rausgeköpft. Jetzt Mateta. Kommt da Chance für die 05er. Sie lauern natürlich drauf, weil Barcelona ganz klar favorisiert ist. Schöner Doppelpass. Mateta, aber das ist ein schlechter Ball. Tsunami kommt nicht hin. So hat Barcelona wieder die Möglichkeit, jetzt anzugreifen. Über Arfa. Mateta eilt nach hinten und presst mit. Aber trotzdem kommt Barcelona über rechts. Arfa legt ab auf Griezmann. Schön direkt gespielt. Jetzt haben die Mainzer wieder ein bisschen Platz. Schön direkt gespielt. Latzer schickt erstmal Robin Quaison. Robin Quaison ist im Strafraum. Quaison gegen Ter Stegen. Quaison immer noch Quaison. Versucht das 1:0 für Mainz. Das ist die Führung. Der erste Torschuss in der zweiten Hälfte sitzt. Robin Quaison wird geschickt vom Danny Latzer. Dann zieht er in den Strafraum und trifft ins lange Eck. Ähnlich wie im Pokalfinale ist es Robin Quaison, der Mainz 05 in die Führung bringt. Diesmal aber im Champions-League-Finale. Ein paar Minuten später, Barcelona zeigt sich unbeeindruckt. Vidal, Griezmann. Immer noch Griezmann mit dem Haken, hält den Ball, legt zurück auf Vidal. Vidal, immer noch Vidal. Arfa direkt gespielt und Müller ist da. 20 Minuten vor dem Ende. Barcelona findet keine richtige Lücke. Mainz steht defensiv gut sortiert. Dann der Fehlpass. Und Mainz schaltet wieder um. Boetius, direkt gespielt auf Mateta. Der dreht sich rum. Schickt da nochmal rechts. Leben Öztunali. Öztunali zieht in den Strafraum. Immer noch Öztunali. Öztunali. Vor Ter Stegen pariert. Da ist Mateta. 2-0. 2-0 für Mainz. Sie schlagen eiskalt zu. Barcelona hat auch keine wirkliche Chance gehabt nach dem 1:0 für die Mainzer. Die kleine Möglichkeit, die haben wir gesehen. Und dann kommen die Mainzer mit dem Konter, schön umgeschaltet. Öztunali ist durch, scheitert noch an Ter Stegen. Hier sehen wir es nochmal. Und dann steht Mateta da, wo er stehen muss, macht das 2:0. Das ist ein 14. Treffer in der Champions-League-Saison. Er macht hier das 2:0. Das könnte eine Vorentscheidung sein. Mainz wechselt durch und direkt nach dem 2:0 kommt Barcelona über Havertz. Kai Havertz gegen 2. Havertz. Oh, Ausfallschritt von Fernandes. Havertz. Havertz. 2:1. Alles wieder offen. Gerade noch gesagt, das könnte die Vorentscheidung sein. Dann kommt Kai Havertz. Das Ausnahmetalent, das aus Leverkusen kam. Hier Fernandes mit dem Ausfallschritt ins Nichts und Havertz nimmt Maß. Keine Chance für Müller. Das Spiel ist wieder spannend. Nur noch 2:1. Schöner Schuss
Wie schon im Halbfinale muss Müller sich gegen ein gutes und schönes Tor geschlagen geben. Und natürlich jetzt wieder ist alles heiß. Barcelona kommt jetzt angegriffen. Flanke in die Mitte, wird gerade noch so geklärt. Die Mainzer haben das Leder und sie können wieder kontern. Über Fernandes, 85. Minute. In die Mitte von Fernandes. Nimmt Mateta mit. Mateta zu Fernandes. Fernandes wieder auf Mateta. Mateta mit der Flanke in die Mitte. Da ist Lee. Lee drüber. Kangin Lee, eingewechselt inzwischen, hatte hier die Möglichkeit. Aber dann wollte er ihn lupfen, weil der Ball ein bisschen in den Rücken gespielt wurde. Er vergibt die Chance. Der anschließende Abstoß. Ter Stegen. Barcelona inzwischen alles nach vorne geworfen. Sie brauchen ein Tor für die Verlängerung. Martin mit dem Ballgewinn. Boetius. Lee. Weiter auf Latza. Direkter Pass auf Mateta. Der hat Glück. Mateta. Mateta. Ab dafür. 3-1. 3-1. Matetas 15. Tor in der Saison. Da zieht er aus der zweiten Reihe ab. Sagt sich, egal wie, einfach rein damit. Jetzt dürfte es das doch wirklich gewesen sein. Mainz mit etwas Glück hier. Mateta behält das Leder. Näht er noch einen Schritt und knallt das Leder einfach rein. Mainz 05 mit dem 3-1. Und sie sind Champions League-Sieger. Sie holen tatsächlich das Triple. Barcelona kommt nicht mehr zurück. Und aufgrund der zweiten Halbzeit haben sich die Mainzer diesen Titel auch verdient. Sie haben in der zweiten Hälfte mehr Offensivaktionen zustande gebracht als der FC Barcelona. Denn abgesehen von dem Traumtor von Havertz kam von Barcelona eigentlich nichts mehr. Sie warten auf den Abpfiff. Sie warten, dass er kommt. Wo ist er? Wann kommt? Da ist er! Lass die Party steigen! Mainz holt das Triple. Nach der Meisterschaft, nach dem DFB-Pokal holen sie tatsächlich noch die Champions League. Quaison und der doppelte Mateta stechen den FC Barcelona aus, trotz des Traumtors von Kai Havertz. Aaron Martin kann es nicht fassen. Das war die Debütsaison der Mainzer in der Champions League. Sie haben in der Gruppenphase alle Spiele gewonnen, darunter gegen gegen Liverpool. Entschuldigt, ich bin komplett aus dem Häuschen. Dann haben sie Monaco rausgeschmissen, sie haben Manchester City rausgeschmissen. Nach einem 2-1 im Hinspielniederlage haben sie ein 4-0 zu Hause rausgehauen. Und jetzt hier im Finale 3-1 gewonnen. Der Henkelpott erwartet auf die Mainzer. Und vor allem natürlich auf den Kapitän, auf Danny Latza, der heute wieder Dreh- und Angelpunkt war, das Spiel geleitet hat und die Angriffe eingeleitet hat. Da ist er, Danny Latza, erwartet am Henkelpott. Und der Sieger heißt Mainz 05. Herzlichen Glückwunsch. Krian von Noob hat den Titel nach Mainz geholt. Und damit ist Mainz das erste Team nach dem Bayern oder seit dem Bayern, die das Triple nach Deutschland geholt haben. Die Bayern damals unter Jupp Heynckes im großen Champions-League-Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund, wo Arjen Robben das Tor gemacht hat. Heute waren es die Mainzer, die den Titel geholt haben. Sie waren sehr früh der einzige Vertreter noch aus der Bundesliga in der Champions League, weil alle anderen früh die Segel streichen mussten. Die Mainzer sind weiter marschiert. Barcelona hat es nicht leicht. Sie haben Juventus Turin rausgeschmissen. Sie haben Inter Mailand vor der Brust. Aber am Ende waren es die Mainzer, die in der ersten Hälfte das Glück hatten, dass Florian Müller alles rausgeholt hat. Und in der zweiten Hälfte waren die Mainzer offensiver, waren mutiger, haben ihre Konter ausgespielt. Sodass das Old Trafford heute in Rot glänzt, in Rot-Weiß. Denn der Champions-League-Sieger 2021 heißt wie schon der deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger 1. FSV Mainz 05.